Das Fenster kostet 10.000 Mark. Ich habe extra geschaut, dass er fest ist. Hiermit. Wie wäre es, wenn ich für euch arbeite und so für das Fenster bezahle? Martin Waller blickte wehmütig auf seinen niedergeschlagenen Traktor, der sich nach zu Hause sehnte. Keine verdammten Gedichte, du denkst dir eine Story aus. Hier passiert doch nichts. Unbekannter Flugkörper auf 2600 Meter. Sie sprechen also nicht von einer Rakete? Wir können nicht mit Sicherheit sagen, was es ist. Bezeichnen wir es zunächst einmal als unbekanntes Flugobjekt. Ich habe da vielleicht eine Story gefunden, über die ich schreiben könnte. Du willst doch nur nicht, dass dieser verdammte Bastard sich schlecht fühlt. Deswegen sagst du nie nein! Du verschwendest dein Leben, wenn du zu so einem loyal bist. Das ist der Vater meiner Kinder. Wieso sind die Oberleutnants da und wieso äußert sich keiner von der Regierung? Hey, über die könnten wir doch was schreiben. Die sind echt gut. Ist es möglich, dass sie mit einem Atomsprengkopf bestückt war? Bist du nur deshalb mit mir spazieren gekommen? Du hörst besser auf mit diesem Spiel. Du kannst uns Männer diese Sachen regeln lassen. Du bist. Du weißt es nicht. Wollen wir tanzen? Das Leben noch mal richtig auskosten vor dem Atomkrieg. Das sind Fernsehleute. Und die BBC und NBC kommen auch. Das hier kommt ans Bein. Vorne, da ist Platz und die Eier hängen wie Christbaumkugeln und hinten kneift es.